Ja, schönen guten Abend zusammen. Entschuldigen Sie die Verspätung, gab noch einige O-Töne und Flashs da unten zu bewältigen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel zwischen dem Halleschen FC und unseren Gästen vom 1. FC Magdeburg. Die Trainer am Platz genommen, wie immer hat der Gast das erste Wort. Christian Tietz, Ihre Analyse bitte. Ja, ich kann es eigentlich einfach zusammenfassen. Fußball kann manchmal grausam und ungerecht sein. Wir haben heute ein Spiel gehabt, wo wir 62 Minuten kontrolliert haben, waren einmal unachtsam. Wir wussten, dass Kreuzer gut flankt. Wir wussten, dass sie gute mit Eberwein und Beuth gute Kopfballabnehmer haben. Dann steht es auf einmal 1-1, haben dann vor dem 2-1 eine Situation. Ich will nicht immer von Spielentscheiden sprechen, aber natürlich nimmt es auf den Spielverlauf einen komplett anderen Einfluss, weil das Spiel war kontrolliert und wir bekommen einen klaren Elfmeter nicht. Wir daraus resultierend kommt dann ein oder zwei Szenen weiter ein Gegenzug zum 2-1 für den Gegner, wo vorher ein klares Hausspiel an Lukas Schuler war. Dann bekommen wir den Freistoß gegen uns, der total berechtigt war. Und dann machen wir die Mauer auf und lassen den Ball rein. Der Ball wäre auf der Mauer abgeprallt. Und dann steht es hier auf einmal 2-1. Dann haben wir 10, 15 wirklich konfuse Minuten, wo wir nicht gut im Spiel waren, wo wir so ein bisschen den Kopf verloren hatten, wo wir aufpassen mussten, dass wir nicht ausgekontert werden. Und dann finden wir wieder ins Spiel rein. Dann bekommen wir das 3-1, das wir natürlich im ersten Schritt nicht gut verteidigt haben. Im zweiten Schritt war es halt aber auch ein klares Foulspiel. Und somit ist das ein anderes Spiel. Wir kommen dann nochmal mit dem 3-2 zurück ins Spiel, mussten wirklich völlig aufpassen, weil dann das Spiel auch war von Halle. Sie verteidigen robust, sie spielen die schnellen Umschaltbälle, sie haben mit Beuth vorne einen Abnehmer, der immer gefährlich ist, wo du wirklich völlig aufpassen musst. Haben dann sogar noch drei, vier gute Einschussmöglichkeiten in der Nachspielzeit, aber machen dann da auch kein Tor und dann verlierst du heute hier so ein Spiel 3-2. Trotzdem Glückwunsch an den Gegner. Ja, vielen Dank, Christian Tietz. Ich übergebe das Wort an Florian Schnorrenberg. Ja, schönen guten Abend zusammen. Vielen Dank für die Glückwünsche. Aufregendes Derby. Ich glaube, wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen und waren dann nach dem Rückstand schon ein paar Minuten geschockt. Magdeburg, die beste Mannschaft im eigenen Ballbesitz ist in der Liga. Das wussten wir vorher, haben heute auch wieder eindrucksvoll bewiesen, wie sicher sie dann sind, gerade im Spielaufbau da Druck drauf zu bekommen, wenn sie ihren Torwart mitnehmen. Und wir sind da 2 gegen 4, ist uns schwer gefallen, weil wir vielleicht auch nicht den Mut hatten, ja, dann nachzuschieben und nach vorne zu verteidigen, weil wir einfach wissen, dass die Jungs mit 1-2 Ballkontakten Situationen lösen können. Welche Moral aber dann meine Mannschaft heute gezeigt hat, ist einfach großartig, nach Rückstand hier zurückzukommen, fast mit der ersten Torchance dann auszugleichen. Dann hatten wir natürlich ein besseres Ergebnis, was uns auch in der Halbzeit wieder Mut gemacht hat, ja, dass wir dann per Freistoß in Führung gehen und nachher auf 3-1 stellen, ist dann großartig für uns. Ich glaube, jeder ist heute noch mal weit über die Grenzen hinausgegangen, wie wir hinten raus dann dieses 3-2 verteidigen mit Glück, Ungeschick und viel, viel Leidenschaft. Die Fans haben uns natürlich getragen, das dürfen wir nicht vergessen, vor so einer Kulisse hier Freitagabend zu spielen. Ich glaube, sonst wäre der Sieg vielleicht gar nicht möglich gewesen, weil die haben nochmal Kräfte freigesetzt bei meinen Jungs und habe eben in der Kabine schon gesagt, das sind Momente, die wir wahrscheinlich nie vergessen werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Soweit die Traineranalysen. Gibt jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Irgendwo schwirrt hier ein Mikrofon im Raum rum. Herr Kitsch hat es schon in der Hand, dann geht's los. Ja, Herr Schnorrenberg, Sie tragen auch dieses Shirt. Es gab ja verschiedene Aktionen jetzt vor dem Derby. Wie war auch die Ansprache vor dem Spiel an die Mannschaft? Ja. Wie die Gelandzone leitet zu mobilisieren? Ja, irgendwann. Man hat ja vorher schon besprochen. Also bei der Anfang der Woche haben wir tatsächlich 1-2 Tage auch gebraucht. Ja, und dann, je näher Richtung Spiel geht, dann freut man sich auch drauf. Dann weiß man, wie viele Zuschauer kommen und wie viel den Menschen hier so ein Erfolg gegen den großen Rivalen auch bedeutet. Und das setzt dann auch, wie ich gerade eben sage, Kräfte nochmal frei. Natürlich haben wir auch einen Matchplan und wissen ganz genau, wenn du im Zentrum nicht kompakt bist, wie beim ersten Gegentor, das unfassbar schwer ist, dann jeden Ball in die Schnittstelle auch zu verteidigen. Ja, und haben wir aber trotzdem dann im Laufe des Spiels besser hinbekommen und unsere Möglichkeiten auch kreiert. Vor dem 2-1 gab es mal so eine Phase, wo Magdeburg sehr stark aufgekommen ist, wo sie ihre Mannschaft ziemlich im Strafraum eingeschnürt hat. Ja, war es dann aus dem Momentum zum richtigen Zeitpunkt, dass dann das zweite Tor gefallen ist? Ja, na klar, da ist ganz, ganz wichtig, Entlastung zu haben. Ich glaube, wir haben alle Partien hier schon gesehen, wo uns das gefehlt hat. Ja, und wenn eine Mannschaft viel, viel Ballbesitz hat und man muss immer wieder verschieben und die weiten Wege gehen, dann ist es natürlich auch kräftezehrend. Deswegen hat unserem Spiel unglaublich gut getan, dann auch die Situation zu finalisieren. Einmal den Freistoß und dann nachher auch Terence mit seinem ersten, oder
mit seinem dritten Saisontor, aber erst ein Tor nach seiner Sperre, das wird ihm gut tun und hat uns dann natürlich geholfen, mit zwei Toren vorne zu sein. Nach 30 Minuten haben Sie ja gewechselt, Julian Buthaus und Julian Berstow. War das taktischer Natur oder was war da genau der Gedankengang? Ja, wir haben natürlich von Matchplan gesprochen. Ja, und wenn dann der Ball ferner außen nicht einrückt, um das Zentrum kompakt zu schließen, sondern vorne stehen bleibt, dann ist es schon schwer. Ja, und dann kriegen wir ein Tor und hatte den Eindruck, dass Jule heute die weiten Wege sehr, 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 sehr wehtun. Und Julian Guttau hat es dann fantastisch gemacht, hat eine enorme Laufleistung, die wir aber auch brauchen, wenn wir so gegen den Ball arbeiten müssen wie heute. Jetzt war es heute so, Tim Schreiber ist ein Tor zurück. Außerdem hat der Verein heute einen neuen Torwart in Daniel Wesenhöller verpflichtet. Wie wird es jetzt in den nächsten Wochen gehandhabt? Es war ja in der Pressemitteilung so verlautet, dass es da einen offenen Konkurrenzkampf gibt. Wie sind da die Planungen? Erstmal, wie ich schon gesagt habe, wenn eine Verletzung der Art passiert, ja, wie bei Sven, und wir reden dann von einer Ausfallzeit von 4 bis 6 Monaten, ist man erstmal total dankbar, wenn der Verein so schnell reagieren kann und wir einen Spieler mit der Qualität auch bekommen können. Darüber hinaus haben wir jetzt wieder zwei gesunde Torhüter, die richtig gut sind. Und Luca Bendel, den wir nach und nach ranführen wollen, der aber unbedingt seine Spielpraxis braucht, in der U19. Und alles Weitere, wie wir die nächsten Spiele dann angehen, hängt auch von Trainingseindrücken ab. Im Endeffekt heute Daniel Mesenhüller, der ist heute Morgen zum Anschwitzen gekommen. Ja, und ist heute Abend im Kader, so verrückt ist manchmal der Fußball. Nochmal zur Leistung von Tim Schreiber, natürlich der Patzer unglücklich, aber darüber hinaus? Er hat eine sehr ordentliche Partie gespielt, kam dann, je länger das Spiel gedauert hat, auch immer besser rein, hat viele gute Bälle auch im Spielaufbau gespielt, hat unsere Spieler gefunden, hat der Ball im Rückwärtslaufen ihm dann aus der Hand fällt, ja, gibt dann nochmal ein ganz neues Spiel und Magdeburg hat dann wieder dran geglaubt, auszugleichen. Aber man muss ja doch immer mal so vorstellen, wir Trainer denken immer, das ist so völlig normal, wenn dann ein Junge wieder reinkommt. Wir haben ihn am dritten Spiel rausgenommen, jetzt hat er heute eine gute Leistung gebracht und das ist erstmal sehr, sehr positiv. Letzte Frage, Jan Scherbakowski muss verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Vorhin haben wir schon kurz gefragt, es scheint jetzt nichts Dramatisches zu sein. In solchen Zeiten muss man ja leider dann immer nochmal nachfragen. Also er hatte in der Halbzeit, da war der Doc bei ihm, da sind wir davon ausgegangen, dass er weiterspielen kann. Dann ist er, glaube ich, in der Rinne an der Seite ausgerutscht und er hat ihn reingezogen in die Wade. Ich muss sagen, bei Diagnosen tue ich mich mittlerweile schwer. Aber wäre natürlich unfassbar schön, wenn wir mal mit einer Zerrung aus so einer Nummer rausgehen würden. Ja, weitere Fragen. Herr Honig. Frage an Christian Tietz. Jetzt gab es also die zweite Niederlage in Folge für den FCM. Inwieweit macht sie es sicher, dass ihre Mannschaft das jetzt nicht weit zurückwirft, sondern aus dieser kleinen Negativserie schnell wieder rauskommt und am Ende auch schon gegen Türkgücü erfolgreich wieder punktet? Ich habe ja schon mal gesagt, Spiele zu gewinnen sind wirklich was ganz, ganz Schwieriges und du musst ganz, ganz viel investieren. Und in der Liga gibt es einfach viele Gegner, die auch Waffen haben, die dir wehtun können, du Spiele verlieren kannst. Aber ich sehe bei beiden Niederlagen jetzt keine Niederlagen, wo ich sage, die waren daran, weil wir schlecht gespielt haben, sondern ich habe es eben schon erläutert, wie der Spielverlauf war. Und eigentlich, wenn er etwas anders geht, gehen wir heute als Sieger vom Platz. Kai Brünker war diese Woche, hatte ich so das Gefühl, nah an der Startelf dran, hat ja auch teilweise im Training manchmal mit in der Startelf-Formation mitgespielt. Jetzt hat er wieder getroffen. Inwieweit schätzen Sie seine Entwicklung ein, dass es vielleicht auch mal so sein könnte, dass er endlich mal wieder an der Startelf steht? Nein, der Kai hat es insgesamt gut gemacht, aber wir hatten uns einfach für das Element dann doch mit Jason Checker entschieden, wo wir wussten, wir haben einen trippelstarken Spieler drauf, der halt auch schwer vom Ball zu trennen ist, der immer wieder mit Steckpässen und mit 1-1-Situationen gefährliche Möglichkeiten zieht. Und dann ist es aber gut, dass wir mit keinem Spieler hinten dran haben, den wir reinbringen können, der damit Wucht bringt, wenn du dann auch so eine Spielsituation hast, wo du ja erstmal mit 3-1 eigentlich weg bist und dann einen Zielspieler hast, der vielleicht, wenn er Bälle ablegt, was er dann auch gut gemacht hat, dich nochmal ins Spiel zurückbringen kann. Aber das hätte auch durchaus heute ein Überlegen sein können, dass er von Beginn an gestartet wäre. Dankeschön. Bitte. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann beende ich die Pressekonferenz, wünsche den Gästen aus Magdeburg einen guten Nachhauseweg, ist ja nicht allzu weit, und Ihnen allen schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.